In den 70er Jahren betrug die Weltbevölkerung 3,5 Milliarden Menschen. Heute sind es bereits doppelt so viele. Sind geburtenstarke Kontinente wie Asien oder Afrika Hauptverantwortungsträger oder ist der Lebensstil und das Konsumverhalten der westlichen Welt für die gegenwärtigen Probleme verantwortlich? Wer ist zu viel? Experten und Politiker sind sich einig, dass schnell konkrete Lösungen für wichtige Themen wie Globalisierung und Nachhaltigkeit gefunden werden müssen. Um diesen Fragen nachzugehen, lud Wilfried Stadler hochkarätige Gäste zur Open Minds Diskussionsreihe im neuen WU Campus ein. Als ich mit dem Film Population Boom angefangen habe, war eigentlich die Idee, dass es wahrscheinlich zu viele Menschen auf der Welt gibt, und dann wollte ich wissen, wer von uns ist zu viel und wie ist das eigentlich alles. Und es ist eigentlich losgegangen, nachzusehen, wo halt die Bevölkerungsexplosion stattfindet, ob die heute schon ist, morgen oder übermorgen ist. Und ich habe nach Beweisen gesucht, dass das jetzt schon ein großes Problem ist und herausgestellt hat, dass ganz andere Sachen die Probleme sind und dass man sich denen endlich widmen muss und dass diese Überbevölkerung nichts anderes ist als eine Ausrede dafür, nichts zu tun. Es ist also nicht die Anzahl der Menschen, sondern ein Konglomerat aus vielen verschiedenen Faktoren, die zu den Missständen führen. Dazu zählen etwa Hunger trotz Überproduktion von Nahrungsmitteln, die ungleiche Entwicklung von Ländern oder unzureichende Entwicklungshilfe. Eine moderne Demokratie, die Befähigung des freien Kinderwunsches und Bildung, vor allem Frauenbildung, sind essentielle Schritte auf dem Weg in eine bessere Zukunft. Die Frauenbildung ist das zentrale Thema in den Entwicklungsländern, weil die Frauen diejenigen sind, die dann die Kinder wieder in Erziehung bringen. Die Frauen sind diejenigen, die sich darum kümmern, dass die Kinder eine gute Ausbildung haben. Und so hat das, wenn ich so sagen darf, einen Schneeballeffekt, der dann wirklich weitergeht in die Gesellschaft. Es ist heute in der Diskussion zum Vorschein gekommen, dass es eine große Einigkeit gibt über die grundsätzlichen Notwendigkeiten und die wesentlichen Wege, die einzuschlagen sind in Bezug auf mehr soziale Achtsamkeit, in Bezug auf Fördern von Bildung, in Bezug auf ökologische Rücksichtnahme. Gleichzeitig wurde deutlich, dass es unglaubliche Hindernisse zur Umsetzung derartiger Strategien in den Zielländern gibt, um die es geht. Ich glaube, dass es ins Bewusstsein der Menschen noch nicht so durchgedrungen ist, dass wir definitiv uns die Art unserer Entwicklung überdenken müssen und dass wir definitiv unser Konsumverhalten ändern müssen. Und das geht einerseits so, dass wir selber dahinter steigen müssen, wie wir konsumieren, dass das vielleicht nicht der richtige Weg ist oder dass es da bessere Wege gibt, sagen wir mal so. Und auf der anderen Seite müssen da auch natürlich neue Ideen her, wie ich, Richtung mehr erneuerbare Energien, Richtung einfach mehr nachhaltige und faire Produkte. Doch nur durch Reflexion und Bewusstseinsänderung können Veränderungen stattfinden. Dabei spielen Achtsamkeit, respektvoller Umgang und vor allem Menschlichkeit die wichtigste Rolle. Ich glaube, es geht hier nicht um irgendwelche ideologischen Weichenstellungen. Was aber schon wichtig ist, dass es gerade bei diesem Film, wie auch in meiner eigenen Wissenschaft der Demografie, darum geht, die Menschen in den Mittelpunkt zu stellen. Und eine Wirtschaft funktioniert nicht ohne Menschen, ohne die humanen Ressourcen, ohne die Leistungen von Menschen. Und deshalb ist es gerade auch in einem Kontext einer Wirtschaftsunion sehr wichtig, sich explizit mit dem Thema Menschen und der demografischen Entwicklung zu beschäftigen. Bei dem Film geht es auch nicht darum, dass man dieses eine Ding tut, dass man jetzt kein Plastik mehr verwendet oder Plastik verweigert, sondern es ist einfach ein komplexer Prozess, der in Gang gesetzt werden muss. Und es geht... Ich bin eigentlich schon froh, wenn einer von fünf Kinobesuchern nach dem Film nach Hause geht und irgendwie mit einem Menschen anders umgeht, sprich ein bisschen mehr auf den Zug geht, einfach weil der Film doch im Endeffekt ein Aufruf nach mehr Menschlichkeit ist. Die erste Open Minds Diskussion im neuen WU-Gebäude war sowohl für die geladenen Experten als auch für die Besucher ein Highlight.
Also erstens darf ich sagen, dass mir der Film, der Dokumentarfilm Population Boom, sehr gut gefallen hat, weil ich sagen muss, das ist ein brennend interessantes Thema und was man sich teilweise als BWL-Student oder generell, wenn man in Österreich lebt, sich dem Problem nicht in dermaßen bewusst ist. Und von daher habe ich es auch sehr interessant gefunden, dass der Herr Werner Botha, der eben der Regisseur dieses Filmes ist und auch ein Demograf dabei war, der sozusagen seine wissenschaftliche Meinung dazu beitragen hat können. Es wäre vielleicht auch noch interessant gewesen, noch andere divergierende Meinungen einfließen zu lassen. Aber generell muss ich sagen, also mir gefällt es gut, dass an der Wirtschaftsuniversität jetzt mehr in den Fokus gesetzt wird, dass man verschiedene Meinungen oder verschiedene Themengebiete auch präsent macht, die in der Ausbildung vielleicht nicht Teil sind und sozusagen irgendwie das soziale Bewusstsein erweitert. Mir hat am Film gefallen, dass er so viel Humor hatte. Und ich glaube, Humor ist deswegen wichtig, weil er Optimismus verbreitet. Und besonders gut hat mir deswegen natürlich der Film gefallen, aber auch Professor Lutz, der einfach einer der profundesten Bevölkerungsexperten ist, denen es weltweit gibt, von dem man immer wieder lernen kann. Und die differenzierte Sichtweise, nicht schwarz-weiß, sondern manchmal auch grau, die hat mir besonders gut gefallen. Ja, ich glaube, diese Open Minds ist eine ganz tolle Serie und es steht gerade einer Wirtschaftsuniversität sehr gut an, hier in die Öffentlichkeit zu gehen und sie bildet einen perfekten Rahmen, gerade auch in diesen herrlichen neuen Gebäuden, hier wirklich in den Dialog zu treten und auch die Alumni einzuladen, weil viele andere Leute aus der Gesellschaft auch.